So, wir kommen zurück. Wir müssen uns zum Reaper vorkämpfen. Folge 63, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen die Genophage heilen, damit die Turianer, damit die Phalanx, nein, weiter. Damit die Turgana uns im Krieg unterstützen können. Shepard, ein Glück. Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Schnell, Morgan. Wir sind hier draußen überall. Mal kurz, ob die Aufnahme läuft. Ja. Da ist der Reaper. Bei der Göttin, linke Seite! Alle in Ordnung? Ich bin okay. Größtenteils. Ich denke schon. Wurden wir gerade von einem Reaper beschossen? Betrachten Sie es als Training. Okay, Shepard. Die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Wollen wir das wirklich? Bleiben Sie in Bewegung. In Deckung bleiben. Ich bin nicht sicher, ob nur Deckung dafür ausreicht. Spricht Geschwader Artemek. Wir geben dem Reaper etwas anderes, worauf er schießen kann. Ich wusste, sie würden nicht aufgeben. Die Göttin sei mit ihm. Los! Wir vor! Linke Seite, einer der Hämmer! Jetzt reicht es auf der rechten Seite! No! Das ist verrückt! Morden, wir haben den ersten Hammer. Wie geht's voran? Mitte liegt fast vor. Evas Vitaldaten fallen. Versuche dem entgegenzuwirken. Der zweite Hammer ist auf der anderen Seite. Shepard, bringen Sie den zweiten Hammer zu. Mir steht ein Reaper im Weg. Ich weiß. Lauf! Haben Sie den ganzen Spaß. Los. Zurück zum Truck. Ich kümmere mich um das Heilmittel. Haha. Heilmittel bereit, Morden? Ja, Freisetzung in 2 Minuten. Prozedur für Eva, traumatisch, aber nicht tödlich. Malens Forschung, unverzichtbar. Ist sie okay? Bald in Sicherheit. Ihr Überleben ein Glück. Wird neue Regierung stabilisieren, falls Rex dumme Ideen bekommt. Rosige Zukunft für Kogana. Verdammt! Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Sie gehen darauf? Ja, manueller Zugriff wegen STG-Spionage erforderlich. Sorge für korrekte Freisetzung des Heilmittels. Morden, das ganze Ding fällt auseinander. Es muss einen anderen Weg geben.
STG-Gegenmaßnahmen verhindern Fernzugriff. Keine Zeit für Anpassung des Heilmittels an Temperaturschwankungen. Nein. Einzige Option. Komme nicht zurück. Schlage Rückzug vor. Explosion wird... Morgen? Nein. Shepard, bitte. Muss das machen. Mein Projekt. Meine Arbeit. Mein Heilmittel. Meine Verantwortung. Hätte gern mit den Muscheln Tests gemacht. Sie sind verrückt, Morden. Aber ein ausgezeichneter Wissenschaftler. Sie sehen also, warum ich hier sein musste. Jemand anders würde es nicht schaffen. Fuck, ey. Historiana, Asari, Batariana. Temperatur jetzt innerhalb der Burg. Freisetzung beginnt. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Krogana. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salari. Ein denkwürdiger Moment. Die Krogana sind endlich frei. Vor langer Zeit hat mein Vater mich an diesem Ort verraten. Seinen eigenen Sohn. Er wollte mich töten. Also musste ich ihn töten. Direkt da drüben. Dazu hat die Genophage uns gemacht. Zu Tieren. Aber sie haben das heute geändert, Shepard. Jetzt kämpfen wir für unsere Kinder, nicht gegen sie. Nur schade, dass Morden sterben musste. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag. Er legt ein gutes Wort für uns ein. Wir werden ein Kind nach ihm benennen. Vielleicht ein Mädchen. Aber Ihnen können wir persönlich danken, Commander. Sagen Sie den Thorianern, ich werde Truppen nach Pelleren schicken. Und melden Sie sich, wenn Sie die Reaper von der Erde vertreiben wollen. Die Krogana sind wieder dabei. Leben Sie wohl, Commander. Was werden Sie jetzt tun? Die neu gewonnene Hoffnung verbreiten. Im Kelfigtal versammeln sich jetzt noch Clans. Ich rede mit Ihnen und sorge dafür, dass dieses Geschenk nicht vergeudet wird. Danke für alles. Ertnot Bakara nennt Sie nun einen Freund. Bakara heißt sie also. Wie cool ihr einfach weggeht, ohne nochmal zurückzugucken. Ach ja. Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Rex hilft den Turianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir. Ich verlasse mich auf ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Hackett, Ende. Commander... Ertnot Rex hat begonnen, Truppen nach Pelleren zu schicken.
Sie haben Ihren Teil der Vereinbarung eingehalten. Nun halte ich meinen. Die turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Es freut mich, dass wir einander helfen. Nur dadurch können wir die Reaper besiegen. So viel steht fest. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tigels zu helfen. Garrus wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Ich kümmere mich sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Mordin tot, das ist sicher nicht einfach. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten sich eine Weile hinlegen. Ich sorge dafür, dass Joker keine Selbstmordmissionen anschiebt. Wenn was ist, wecken Sie mich. Ich weiß, ich habe es jetzt oft genug gesagt, aber das Spiel ist nach wie vor einfach fantastisch. Also, wenn die Erwartungshaltung von den meisten Spielern da draußen an Mass Effect nicht so unglaublich hoch wäre. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Das ist die richtige Entscheidung. Und Sie wissen das. Hä? Was waren das gerade für ein... Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Das ist die richtige Entscheidung, Ash? Ach, jetzt träumt er davon, von Kaidan, der gestorben ist. Ja, ist Kaidan. Er kommt mit dem Verlust nicht klar. Offensichtlich macht ihm das sehr fertig. Ja, wen wird er das nicht fertig machen? Ist offen. Shepard, da ist etwas, das müssen Sie hören. In Ordnung. Komme ich ungelegen? Ich dachte an die Freunde, die wegen des Kriegs nicht mehr da sind. Daran sind die Reaper schuld, nicht Sie. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Kaidan. Er hat uns Zeit verschafft, um die Sovereign zu besiegen. Angesichts der jetzigen Aufgabe würde er sein Opfer vielleicht für sinnlos halten. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Ja, noch ein Grund, ihn zu vermissen. Hatten Sie nicht etwas für mich? Der salarianische Ratsherr, es ist dringend. Und sie hat den Kommunikationsraum angerufen? Der Rat scheint den Tigel durchaus ernst zu nehmen. Wir sehen uns unten. Wo
Oh ja, der Sinneswandel. Commander! Was gibt's denn, Ratsherrin? Shepard, mir ist bewusst, dass ich meine Position Ihnen verdanke. Und ich nehme so etwas sehr ernst. Ohne Sie würde dieser willensschwache Ratsherr Valern die Salarianer immer noch durch die Kanalisation führen. Aber jetzt muss ich ein Heilmittel für die Genophage befürworten. Man löscht mit einem Wirbelsturm kein Buschfeuer. Ratsherrin, Kroganer werden in Massen sterben, damit ihr Volk leben kann. Das ist ihre Botschaft. Höchste menschliche Staatskunst. Übrigens, ich muss mit Ihnen über Ratsherr Udina reden, den Vertreter der Menschen. Er verschiebt große Geldsummen. Wir müssen darüber reden, wo es hingeht. Und ich glaube, es wird Ihnen nicht gefallen. Besuchen Sie mich nächstes Mal auf der Citadel. Eschiel Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ich guck mal kurz, wie es mit der Zeit aussieht. Das können wir noch machen. Mit Hackett sprechen. Sie ist also, sie verdankt uns den Sitz im Rat, ja, mehr oder weniger. Hey. Und will sich dafür mehr vielleicht ein bisschen revanchieren. Und Udina hat irgendwas, führt irgendwas im Schilde. Ich sag mal so, das größte Problem haben wir schon gelöst. Eines der großen Probleme, dass die Kroganer endlich mitmachen. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Wissen Sie, was die anderen Spezies gegen die Reaper unternehmen? Ob Sie es glauben oder nicht, Urianer und Kroganer kommen tatsächlich miteinander aus. Erden und Rex hat Truppen geschickt und die heizen den Reapern ein wenig ein. Die Salarianer klammern sich an Sur Cash, spüren aber auch schon den Atem der Reaper im Nacken. Was ist mit den Asari? Deren Lage spitzt sich zu. Die Reaper rücken rasch vor und wollen ganz offensichtlich Tessia erobern. Interessanterweise lassen die Reaper Parnak in Ruhe. Die Heimatwelt der Yak. Kann ich Ihnen nicht verdenken. Yak haben Zähne. Wenn wir den Krieg verlieren, beherrschen Sie vielleicht den nächsten Zyklus. Man vergisst leicht, dass die Reaper nicht alle Spezies vernichten. Nur die, die eine Bedrohung darstellen. Was Neues über Volus und Elkor? Turianer und Kroganer haben Truppen zur Volus-Heimatwelt Irune geschickt. Es reicht vielleicht nicht, aber sie haben die Reaper-Streitkräfte in einen knallharten Bodenkrieg verwickelt. Was die Elkor angeht, die halten sich noch raus. Aber unsere Prognosen sagen, dass die Reaper bald in ihr Gebiet eindringen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, gerade für solche Situationen muss man doch versuchen, zusammenzuhalten und mit den anderen Spezies Kontakt aufzunehmen. Gerade die schwächlichen Spezies wie Volus, Elkor und Salarianer. Batterianer können wir aber vergessen, oder? Was ist mit den Batterianern? Sie hatten keine Chance. Die Reaper kamen aus dem Portal und griffen sofort an. Und ohne direkte Verbündete. Ich glaube, die Batterianer sind Geschichte. Okay, ich glaube, Quarianer und Geth hatten wir schon. Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen und ein paar Siege einfahren, denn sonst endet die Sache schlecht für die Menschen und alle anderen Spezies. Na gut. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Haben wir noch einiges zu tun. Wir gucken mal die Bereitschaft an, wie es aussieht. Ja, es wird schon besser. Bei der Allianz gibt es irgendwas Neues. Abtrünnige Jägerpiloten. Earth Not Rex haben wir natürlich. Die kurganischen Clans haben wir auf unserer Seite. Und den Earthrock Clan. Kurganische Söldner sind auch auf unserer Seite. Die Turianer haben wir jetzt auch. Ah, das sieht schon ganz gut aus. So, Rex ist ja nicht mehr hier an Bord. Genau wie der Primarch. Die sind ja jetzt abgezogen. Das heißt, die nächsten Missionen werden wahrscheinlich ein wenig schwierig. Hast du die Videos von dem Schlund gesehen, der den Reaper erledigt hat? Mann, da wäre ich gern dabei gewesen.
froh, dass die Diplomaten das Schiff verlassen haben. Ein Kroganer und ein Turianer im selben Raum, das muss ja fast in einem Kampf enden. Naja. Rex hat jetzt andere Sorgen. Commander, Admiral Hackett hat ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Okay, Noveria. Die Turianer haben uns Zugriff höchster Freigabestufe auf ihre Kampfdaten gegeben. Ihre Schiffe sind bereits unterwegs, um die Allianzflotte zu unterstützen. Sie haben tatsächlich ein Bündnis zwischen Kroganern und Turianern zustande gebracht? Es ist eine Sache, von Commander Shepard zu hören. Ihn in Action zu sehen, ist eine andere. Commander? Wir haben noch ein paar E-Mails. Ihre bedauerliche Entscheidung. Dalatras Lindron. Commander, ich bin von Ihrem Vorgehen auf Tuchanka schwer enttäuscht. Ich dachte, ich hätte klar gemacht, dass die Heilung der Genophage langfristige Konsequenzen nach sich zieht. Wenn die Reaper-Bedrohung beseitigt ist, sind unser aller Streitkräfte so weit aufgerieben, dass keine Spezies der Galaxie die wieder erstarkten Kroganer aufhalten könnte. Außerdem werden die Kroganer mit Sicherheit Rache für die Genophage nehmen wollen und die Salarianische Union gehört dann zu ihren ersten Zielen. Und wenn dieser Tag kommt, Commander, klebt das Blut meines Volkes an ihren Händen. Ich schäme mich, dass unser eigener Wissenschaftler sein Leben geopfert hat, um ihre Befehle auszuführen. Dies ist ein schwarzer Tag, nicht nur für meine Spezies, sondern für die gesamte Galaxie. Dalatras Lindron. Ja, hör auf zu quatschen, Mann. Babys machen. Ordner Drax! Shepard, Babys machen wird wieder Spaß bringen. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Anzahl rapide ansteigt. Sie haben zu uns gestanden und ich bin stolz, dass wir befreundet sind. Eva ist im Käfigteil, um die Unterstützung der anderen Clans zu bekommen. Sie wird eine großartige Anführerin sein. Die meisten Männer werden es nicht mögen, dass ich die Macht mit ihr teile, aber Pech gehabt. Ich bin der Chef. Wir gehen jetzt und retten die Turianer. Die haben nämlich offensichtlich vergessen, wie man ein Gewehr hält. Ach ja. General Corwintus, Commander Shepard, als sie auf Minae eintrafen, leuchtete mir zunächst gar nicht ein, was es unserem Kampf gegen die Reaper nutzen sollte, wenn sie mit einem unserer besten Generäle davonfliegen. Doch nun sehe ich, wie Turianer und Kroganer gemeinsam einen Reaper-Zerstörer ausschalten und muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Sie haben ein Bündnis zustande gebracht, das viele unmöglich für unmöglich gehalten hatten. Vielleicht kann Pelevan doch noch gerettet werden. Respektvolle Grüße, General Corwintus. Mene-Kommando. Kämpfe noch. Von Chiala. Sehr geehrter Commander Shepard. Chiala kennt man aus Mass Effect 1 und auch auf Mass Effect 2. Da war sie auf Ilium. Und in Mass Effect 1 hat sie auch eine große Rolle gehabt. Ich weiß nicht, ob sie die Artikel schon gelesen haben. Die Einwohner von Zeus Hope kämpfen wieder. Aber diesmal gegen die Reaper, nicht gegen die Gav. Ich bin nicht sicher, ob sie sich noch an mich erinnern. Sie haben mir auf Ilium geholfen, als wir medizinische Probleme hatten. Der Turianer ist jetzt tot, das kann ich bestätigen. Aber die Sporen an unseren Körpern sind noch da. Und irgendwie sind wir auch noch alle miteinander verbunden. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wenn wir gegen die Reaper kämpfen, spüren wir uns gegenseitig, handeln wie ein Mann und ignorieren den Schmerz, wenn es sein muss. Ich bin sicher, dass ich nach wie vor indoktriniert bin. Ich erinnere mich an die Stimme der Sovereign in meinem Kopf, als ich willentlich als Handlängerin zu einem Turianer ging. Aber meine Verbindung zu den Bewohnern von Zeus Hope ist jetzt stärker, oder ist stärker. Sie überlagert die Stimme der Reaper. Diese Situation ist alles andere als perfekt und zudem gefährlich. Vielleicht sollten sie die Kolonisten zu ihrer eigenen Sicherheit trennen. Andererseits kämpfen selbst die Untrainierten mit einem gemeinsamen Bewusstsein so gut wie erfahrene Spezialeinheiten. Wir sind stark. Ich habe ihre Hilfe nicht vergessen und auch nicht, dass sie mich verschont haben. Wir werden Ferrus bald verlassen und dann kämpfen wir auf derselben Seite wie sie, Chiala. Neuer Tick über Reaper. Ferrus, eine Gruppe von Kolonisten auf Ferrus, hat eine Verteidigungsstellung gegen die herannahende Reaper-Truppe errichtet und so lange gehalten, bis den Zivilisten aus Kolonien in der Nähe die Flucht geglückt war. Die inoffizielle Miliz von Zeus Hope, die angeblich aus Überlebenden eines furchtbaren Gav-Angriffs vor einigen Jahren besteht, hat die erste Landungsversuche der Reaper mit einer militärischen Kompetenz zurückgeschlagen, die man eher von erfahrenen Zügen erwarten würde. Die Kolonie habe nur improvisierte Waffen und etwas Nachschub.
die aus einer verlassenen Anlage von Exog Jenny geborgen wurde. »Diese Kolonie ist unsere Heimat«, sagte Koloniesprecherin Lisbeth Bainham. »Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht und wir sind im Kampf gut aufeinander eingespielt. Es wird davon ausgegangen, dass die Kolonie vor dem Eintreffen weiterer Reaper-Streitkräfte vollständig evakuiert werden kann.« Na, das ist doch schön zu hören. So, ich werde noch ganz kurz mit... ach komm, das sind von Suicide Squad haben wir jetzt auch noch. Mit Joker und mit Edie sprechen. Und in der nächsten Folge geht's dann wieder ab in den Keller. Oh, Garrus. Okay, ich bin dran. Was ist der erste Befehl, den ein Commander der Allianz am Beginn eines Kampfes erteilt? Ich gebe auf. Korrekt. Also gut, mein Großer. Wie nennt man es, wenn ein Turianer von einem schrecklichen Dornenmonster getötet wird? Teambeschuss. Hey, der ist uralt. Den gibt's schon seit Shang-Chi. Man muss die Klassiker respektieren. Wie viele Menschen braucht man, um ein inaktives Massenportal zu aktivieren? 602. 600, um darüber abzustimmen, einen, um die Asari um technische Unterstützung zu bitten und einen, der danach einen Sitz im Rat dafür verlangt. Woran erkennt man, dass ein Turianer keine Munition mehr hat? Er wechselt zu seiner Ersatzwaffe, dem Stock im Arsch. Warum heuert die Allianz Piloten mit der Glasknochenkrankheit an? Sie verarschen mich. Das turianische Militär hat einen Witz über mich? Ja, sicher. Ich habe ihn selbst von einem Gefreiten auf Pelerin gehört. Also dann, warum heuert die Allianz Piloten mit der Glasknochenkrankheit an? Damit ihre Marines beim Nahkampftraining auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Oh Mann, den müssen Sie unbedingt mal James erzählen. Hey, was ist das größte Problem bei der Behandlung eines Turianers, bei dem in einer Gesichtshälfte eine Rakete eingeschlagen ist? Rauszufinden, welche Seite von der Rakete getroffen wurde? Oh Mann, ey. Ich hätte nie erwartet, dass sich Kroganer und Turianer je zusammentun. Selbst die Reaper müssten Angst haben, sie zu provozieren. Mehr als nur ein bisschen. Es tut mir leid um Morde. Er war ein guter Mann. Immer hat er irgendwelche Tests gemacht. Einmal hat er mich mitten in der Nacht geweckt, um zu fragen, wie viele Lebern Menschen haben. Und diese Beule an meinem Ellenbogen. Er sagte, es wäre nur eine kleine Knochendeformation, aber ich bin sicher, er hat eine Sonde reingesteckt. Zum Glück nur da rein. Ich dachte immer, er sei nützlich. Aber verrückt. Und dann opfert er sein Leben. Um die Kroganer zu retten. Bestätigt das nicht, dass er verrückt war? Doch. Aber er war einer von uns. Wir haben jetzt die Kroganer und die Turianer. Wie geht's weiter? Die Kroganer reißen das Ruder auf Pelerin herum. Endlich ist ihre Ballerei mal nützlich. Graben, bis wir Tageslicht sehen, was? Wollen wir recht sein. Wie ist das, wenn man weiß, dass die Kroganer auf ewig Lieder über einen singen werden? Ich denke, es wäre eine Ehre. Es läuft genug falsch in diesem Universum. Da kann zur Abwechslung auch mal was klappen. Ich war noch nie so hautnah dabei, wenn Geschichte geschrieben wurde. Gut, außer dem Angriff der Sovereign auf die Citadel und die Kollektorenbasis. Aber diesmal war es gut. Hoffentlich hat Rex auf T'Chanka weiterhin das Sagen. Wir sollten ihm einen Vorkoster besorgen. Stellen Sie sich das Gemetzel vor, wenn jemand wie sein Bruder Weef übernimmt. Könnte passieren. Ich weiß, wir müssen das Risiko eingehen. Aber wenn dabei nicht meine eigene Welt auf dem Spiel stünde. Das Salarianer-Angebot war verlockend. Ich hätte das niemals tun können, ganz egal um welchen Preis. Ich bewundere Sie, Shepard. Sie bemühen sich wirklich, die Galaxie zu retten, ohne dabei andere Völker auszulöschen. Ich hoffe, das Glück hält an. Ja, hoffe ich auch. Ich frage mich, wo die Kroganer jetzt leben wollen. Ich habe auf T'Chanka noch nie sowas wie ein Haus gesehen. Gute Frage. Ich frage mich, wo die Kroganer jetzt leben wollen. Ich habe auf T'Chanka noch nie sowas wie ein Haus gesehen. Commander? Okay, Edie ist nicht hier. Das heißt, Edie treibt sich irgendwo anders rum. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich beende hier meine Aufnahmesession. Ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen. Oh, oh, oh. Aber es ist auch einfach so ein cooles Spiel.
Ich verliere mich gerne in diesen Geschichten, die Mass Effect erzählt oder die BioWare eher erzählt. Na gut, ich werde hier einen Cut machen und dann war es das für mich in dieser Aufnahmesession. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, wenn diese Aufnahme rauskommt, ob dann Andromeda schon draußen ist. Ich glaube schon. Mal kurz nachrechnen. Ja. Ich glaube, Andromeda müsste, wenn die Aufnahme draußen ist, auf jeden Fall schon... Ja, müsste ich mit Mass Effect Andromeda schon die ersten... Planeten besucht haben. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Na gut, ich verabschiede mich an dieser Stelle und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.